Einmal im Jahr nimmt Kiel an der bundesweiten Aktion Stadtradeln teil. Die ist organisiert vom Klimabündnis und das ist meistens im September. Da geht es darum, in den 3 Wochen möglichst viele Kilometer auf dem Fahrrad zurückzulegen. Da messen wir uns als Kiel mit anderen Kommunen in Deutschland und in Schleswig-Holstein, gucken, wie wir da stehen. Es geht aber auch darum, in der Stadt Teams zu bilden, sich mit den Arbeitskollegen gemeinsam mit anderen Unternehmen oder Organisationen in der Stadt zu messen. Und dieser Wettbewerbscharakter, der motiviert die Leute noch mal ein bisschen mehr, Fahrrad zu fahren, auch vielleicht mal Fahrradfahren auszuprobieren auf alltäglichen Strecken und so den Umstieg vom Auto aufs Fahrrad zu erleichtern. Hier auf der Reventlowiese startet heute die 2. Kieler Klimawoche. Wir zeigen mit zahlreichen Initiativen das Motto gemeinsam allem gewachsen. Das ist besonders wichtig, denn nur gemeinsam können wir klimaneutral werden und gemeinsam macht es auch einfach viel mehr Spaß. Die Biomasse-Strategie der Kielregion hat zum Ziel, bisher ungenutzte Biomasse-Fraktionen einem Zweck zuzuführen, den wir bisher noch nicht genutzt haben. Diese Fraktionen sind dann Grünschnitt, Flussbegleitgrün, Gleisbegleitgrün, Knickhölzer, Maaten aus von Naturschutzflächen. Alles wurde bisher aufgenommen, erfasst, aber noch nicht wirklich einem thermischen oder elektrischen Zweck zugeführt. Das soll sich ändern, dafür gibt es diese Studie. Und diese Studie soll anhand von Beispielprojekten zeigen, wie man dieser Nutzung ein Beispiel geben könnte. Die ganzen Akteure, die die Biomasse besitzen, sollen mit den Akteuren, die die Biomasse verbrauchen, in einem Netzwerk verbunden werden. Und auch das ist Teil der Biomasse-Strategie der Kielregion. Ja, wir sind jetzt hier in Gaarden auf dem Brunnenfest und veranstalten hier eine sogenannte Klimaschutzwerkstatt. Mit den Klimaschutzwerkstätten gehen wir in die Kieler Stadtteile und bringen den Klimaschutz und die Themen mit zu den Menschen vor Ort. Es gibt die Möglichkeit, dass wir so wie in Gaarden uns hier an ein Stadtteilfest, an das Brunnenfest mit angliedern, da einen Stand aufbauen, wo wir eben möglichst viele Leute erreichen und mit denen zusammen den Klimaschutz voranbringen können. In Elmschenhagen haben wir es zum Beispiel dieses Jahr gemacht, dass wir eine eigene Veranstaltung auf die Beine gestellt hatten, da auch nochmal Vorträge mit integriert haben. Und in Zukunft müssen wir einfach schauen, was der beste Weg ist, um den Klimaschutz, die Klimaschutzthemen mit den Menschen in den Stadtteilen behandeln zu können. Die Fördersparkasse ist eines von 15 Unternehmen im Energieeffizienznetzwerk Kieler Unternehmen. Seit 2019 tauschen sich dort Unternehmen dazu aus, welche Klimaschutz- und Effizienzmaßnahmen sie bei sich vor Ort umsetzen können und so einen Beitrag zur Klimaschutzstrategie der Landeshauptstadt Kiel leisten können. Ja, wir als Fördersparkasse engagieren uns dafür, die Region bei ihrem Transformationsprozess letztlich zu unterstützen. Und deswegen arbeiten wir auch im Klimaschutzgremium der Stadt Kiel mit. Und wir engagieren uns auch im Energieeffizienznetzwerk Kieler Unternehmen. Und deswegen machen wir natürlich auch ganz viel in Sachen Klimaschutz. Wir machen ganz viel in Sachen Energieeffizienz. Dazu gehören dann beispielsweise der Ausbau der Ladeinfrastruktur. Das heißt, wir bauen Ladepunkte auch für Kundinnen und Kunden und für die Menschen in dieser Region. Wir nutzen energieeffiziente LED-Technik und bauen den Bereich der PV-Anlagen aus. In diesem Sinne unterstützen wir die Region bei ihrem Transformationsprozess in eine klimaneutrale Zukunft. Wir stehen hier in einem von inzwischen 10 Kieler Energiequartieren, in denen wir den Klimaschutz vor Ort vorantreiben wollen. In Anbetracht der Energiekrise stand in diesem Jahr besonders im Fokus die energetische Gebäudesanierung und der Ausbau von den erneuerbaren Energien, insbesondere Photovoltaik. Heute sind wir hier am Ernst-Barlach-Gymnasium, um gemeinsam mit den Anwohnerinnen Maßnahmen für eine nachhaltige Mobilität zu entwickeln. Die Landeshauptstadt Kiel hat im letzten Jahr sich zum Ziel gesetzt, die Solarenergie auf dem Kieler Stadtgebiet bis zum Jahr 2035 auf 50 Megawatt zu erhöhen. Und um dieses Ziel zu erreichen, hat die Landeshauptstadt Kiel dieses Jahr ein Solarförderprogramm auf den Weg gebracht, das die Kielerinnen und Kieler dabei unterstützen soll, Vorhaben im Solarbereich umzusetzen. Wir sind hier auf dem Wertstoffhof Kiel-Welsee und hinter mir sind einige alte Kühlgeräte, die auf diesem Wertstoffhof entsorgt werden. Im Rahmen einer Stromsparkampagne können beim Kühlgeräteaustausch 500 Kieler Haushalte ihre alten ineffizienten Kühlgeräte gegen neue energieeffiziente Kühlgeräte austauschen. Wichtiger Bestandteil dieses Förderprogramms ist die Stromverbrauchsmessung der Kühlgeräte.
Dabei erhalten Kieler Haushalte ein Stromverbrauchsmessgerät gratis und können dies dann auch noch für weitere andere Haushaltsgeräte verwenden, um sich einen Überblick über den Stromverbrauch verschaffen zu können. Die Stromverbrauchseinsparung beträgt pro Haushalt ca. 200 Kilowattstunden pro Jahr, allein durch den Kühlgeräteaustausch. Dies entspricht ca. 10% des Gesamtstromverbrauchs eines Kieler Zwei-Personen-Haushalts. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen stehe ich hier heute am Bücherplatz, genauer gesagt an der Carsharing-Station von Stadtauto. Und das hat den einfachen Grund, dass wir Danke sagen wollen. Danke an all jene Kielerinnen, die durch ihr Verhalten und Handeln zum Klimaschutz beitragen. Und dieses Jahr danken wir speziell den Nutzern und Nutzerinnen von Carsharing-Angeboten, weil dadurch natürlich einmal weniger Treibhausgase ausgestoßen werden und zum anderen auch weniger Platz für Parkflächen gebraucht wird. Jedes stationsgebundene Carsharing-Auto ersetzt nämlich 10 Parkplätze und dafür wollen wir einfach mal Danke sagen. Wasserstoff ist ein wichtiges Thema auch für die Kieler und die Kielregion, sodass wir uns in den letzten Jahren auch intensiv mit dem Thematik auseinandergesetzt haben. Dafür haben wir den High-Starter-Prozess durchlaufen und auch jetzt erfolgreich für die High-Experts-Förderung beworben. Diese haben wir auch bekommen. Dort sollen wir einmal gucken, wie wir jetzt in der Kielregion den Wasserstoff einsetzen können, beziehungsweise erstmal damit starten, den zu produzieren mit Hilfe von erneuerbaren Energien. Diesen Wasserstoff, wenn er produziert ist, dann auch regional dann zu verbrauchen. Und diese ganze Prozesskette soll einmal betrachtet werden. Und da soll am Ende ein fertiges Konzept stehen, sodass die Unternehmen, die dann später in die Umsetzung gehen und sich einen Elektrolyseur bauen, eine Tankstelle aufbauen oder einen Wasserstoff-LKW kaufen, dass die dann einfach wissen, wo kann ich mich für die Förderung bewerben, was für Voraussetzungen muss ich erfüllen, sodass sie sich einfach anhand dieses Konzeptes entlanghangeln können. Und das ist halt uns sehr wichtig und dementsprechend fordern wir dieses Programm und sind voll dabei und motiviert. Unter dem Motto "Gemeinsam packen wir es an" haben wir heute alle MitarbeiterInnen zur Klimawerkstatt ins alte Rathaus eingeladen. Die Veranstaltung ist der Auftakt eines größeren Transformationsprozesses hin zu einer klimaneutralen Kieler Stadtverwaltung. Heute möchten wir über die geltenden klimaschutzrelevanten Beschlüsse aufklären, informieren, die MitarbeiterInnen zum Klimaschutz sensibilisieren und natürlich zum Handeln motivieren. Und wir freuen uns sehr, dass sich über 90 MitarbeiterInnen angemeldet haben und teilnehmen und wir sie kennenlernen können. Als weiterer Teil des Transformationsprozesses werden verbindliche Prüfpunkte für Beschlussvorlagen aufgestellt und jedes Amt soll einen Transformationspfad erarbeiten, wo amtsspezifische Maßnahmen zu Einsparpotenzialen erarbeitet werden. Wir Scientists for Future haben uns für einen Klimabus in Kiel stark gemacht, um auf die Dringlichkeit der Klimakrise aufmerksam zu machen. Und auf der anderen Seite aber auch zu zeigen, was in puncto Klimaschutz in Kiel schon alles passiert. Der Klimabus ist mit den sogenannten Warming Stripes gestaltet, die die globale Temperatur von 1850 bis 2020 zeigen. Was genau dahinter steckt, kann man im Bus finden, sodass sich eine Fahrt auf jeden Fall lohnt. Als hundertprozentige Tochter der Stadt Kiel trägt die KVG mit der Umstellung ihrer Flotte auf Elektromobilität maßgeblich zur Umsetzung der Klimaschutzziele der Stadt bei. Bereits heute haben wir 50% unserer Flotte auf voll- und teilelektrische Antriebe umgestellt und können im aktuellen Fahrplan 5000 Tonnen CO2 jährlich einsparen. Mit dem Klima-E-Bus ist es uns gelungen, die Notwendigkeit des Klimaschutzes zu verdeutlichen und wir erreichen mit den schon von weitem sichtbaren Botschaften hoffentlich eine breite Masse in Kiel. Insbesondere der Kielerinnen und Kieler, die eventuell bisher mit Klimaschutz noch nicht in Berührung gekommen sind. Den Informationstag Klima und Energie bietet die Landeshauptstadt Kiel mit vielen Kooperationspartnerinnen jetzt schon seit mehreren Jahren an. In diesem Jahr, aus gegebenem Anlass, steht ganz im Vordergrund das Thema Heizenergiesparen, Warmwassersparen und Stromsparen, aber auch natürlich die anderen Themen, die sich hauptsächlich an Einfamilienhausbesitzerinnen richten, wie was sind die aktuellen Förderprogramme von Bund, Land und auch der Landeshauptstadt Kiel, wie bekomme ich eine Wärmepumpe, wann rechnet sie sich? Wie bekomme ich eine Solaranlage aufs Dach? Wird hier beantwortet. Und dafür stehen auch viele Fachleute und auch Fachfirmen zur Verfügung, die beraten und Informationen anbieten. Die Themen Energiepreise und Energieversorgungssicherheit und damit die Themen Energiesparen und die Nutzung erneuerbarer Energien sind derzeit die bestimmenden Schlagzeilen in Deutschland.
Die notwendigen massiven Anstrengungen, die wir vor uns haben, um überhaupt 20% des Endenergieverbrauchs einzusparen, machen deutlich, was für einen langen Weg wir auf dem Weg zur Klimaneutralität, also in diesem Fall insbesondere die Einsparung um 50% des Endenergieverbrauchs, wir überhaupt noch vor uns haben. Deswegen ist das Thema gemeinsam Strom sparen bei uns in den Kampagnen immer wieder zu finden. Die Stadtwerke Kiel haben in diesem Jahr beispielsweise mit zahlreichen KooperationspartnerInnen eine Kampagne mit dem Namen Energiesparen jetzt in die Wege gerufen. Dazu gehört auch die Landeshauptstadt Kiel. Wir wollen damit informieren, motivieren und auch bestimmte Handlungsoptionen aufzeigen. Wir haben uns gleichzeitig aber auch bei uns in der Verwaltung umgeschaut und in diesem Jahr einen Stufenplan in die Wege geleitet mit bestimmten Maßnahmen und Regeln, die uns zum Energiesparen in den Gebäuden verleiten sollen. Dazu gehört beispielsweise, dass wir unsere Räume nur noch bis zu 19 Grad aufheizen dürfen und bestimmte Geräte wie zum Beispiel Heizlüfter nicht mehr genutzt werden sollten. Kiel wurde in diesem Jahr zum dritten Mal mit dem European Energy Award Gold ausgezeichnet. Das ist ein internationales Qualifizierungs- und Zertifizierungssystem für Kommunen im Klimaschutz. Das Zertifizierungsverfahren setzt sich aus zwei Phasen zusammen. Zuerst werden wir schriftlich abgefragt, das heißt, wir müssen ganz viele Daten zusammentragen und Fragen beantworten. Und danach folgt nochmal ein Tag sozusagen mündliche Prüfung mit dem Auditor. Deswegen ist das auch keine Einzelleistung von der Abteilung Klimaschutz, sondern Teamwork von der gesamten Verwaltung der Landeshauptstadt Kiel und den Eigenbetrieben. Wir freuen uns, dass wir uns in diesem Jahr zum dritten Mal kontinuierlich in allen Bereichen verbessern konnten. Das heißt, es gibt nicht die herausstechende Maßnahme, die dazu geführt hat, dass wir wieder rezertifiziert worden sind, sondern wir verbessern uns kontinuierlich in allen Bereichen der Verwaltung. Besonders freut uns in diesem Jahr, dass wir unter den deutschen Kommunen die höchste Auszeichnung bekommen haben und dass wir unter den deutschen Großstädten an zweiter Stelle stehen. Seit 2017 laden wir zum Abschluss des Jahres jährlich alle Unterstützerinnen und Kooperationspartnerinnen in die Pumpe ein. Selten kommt man so bund- und sektorübergreifend zum Klimaschutz zusammen. Die Teilnehmenden sind aus den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung, Politik und der Zivilgesellschaft hier vor Ort und repräsentieren auch alle Themen des Klimaschutzes, von Mobilität, Energieversorgung, Konsum bis hin zu den Gebäuden. Unter dem Motto Klimaschutz ist Gold wert möchten wir diesen KooperationspartnerInnen und UnterstützerInnen Danke sagen und wir möchten gemeinsam wieder neue Kraft fürs neue Jahr schöpfen, neue Kooperationen finden und das alte Jahr aber auch Revue passieren lassen.